Willkommen zu einem neuen unheimlichen Horror-Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Geschichte von Little Hope, der nächste Teil der Dark Picture-Reihe. Davor gab es Man of Medan, haben wir hier auf dem Kanal einmal im Singleplayer durchgespielt und einmal im Koop-Modus mit Quantum gespielt. Jetzt werde ich alleine spielen. Ich will das Spiel einmal komplett durchspielen und genießen. Vielleicht noch keine hundertprozentige Garantie, wird es auch einen Run gemeinsam mit Quantum geben, aber dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Wir starten jetzt die Geschichte und eine kleine wichtige Info noch davor. Und zwar hatte ich damals mit Man of Medan einige Probleme. Viele Videos wurden demonetarisiert. Ich glaube sogar 2, 3 Videos wurden komplett gesperrt. Die musste ich nochmal neu hochladen. Ich hoffe, wir haben hier nicht wieder die gleichen Probleme. Könnte aber gut sein. Checkt gerne mal Twitch ab, denn auf Twitch gibt es immer alles unzensiert, ohne Probleme. Da kann ich streamen, was ich will und sagen, was ich will. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Jetzt geht's los. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte.
Hör auf, James! Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da hab ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Alright, ich bin auch da, Leute. Also man merkt schon wieder so ein interaktiver Film. Wenigstens einer von uns genießt das Leben. Gönn es ihr. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das hippige Phase. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf? Komm schon, jetzt sei einmal kein Arsch und lass sie in Ruhe. Okay, Mutter Oberin. Warum bist du immer auf ihrer Seite? Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Hey, Dennis. Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey! Spinn hier nicht so rum! Himmel, hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen.
Die Kleine ist echt verdammt unheimlich. Also wenn die so hinter mir stehen würde, ich hätte ihr voll die Faust gegeben. Allein bei dem Gesicht. Das Kind Satans. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Okay, was haben wir hier? Streichhölzer. Jetzt explodiert irgendwie die ganze Bude. Mutter ist oben eingesperrt. Und verbrennt. Im Badezimmer mit jede Menge Wasser. Okay, vielleicht nicht ganz so realistisch. Okay, warte, ich muss mich anschleichen, um meinem Vater einen Herzinfarkt zu verpassen. Okay, warte. Na super, direkt verhauen. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Schon okay. Tanya sieht gerade nach ihr. Wir könnten wie eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Tja, deswegen will ich keine Kinder. Kinder sind stressig, kosten einen Haufen Geld und... Naja, dein Privatleben ist vorbei. Gehört halt dem Kind. Kind will, Mama, Papa springen. So, was haben wir denn hier Schönes? Untersuchen. So, hierher damit. Name, Megan Clark. Anwesenheit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tage anwesend 30, 29, 27, 30, 29, 28, 173. Tage abwesend 0, 1, 3, 0, 1, 2, 7. Und so weiter und so fort. Kann man das Ding auch irgendwie umdrehen. Wow. Megan steckt tiefer in der Scheiße als gedacht. Die Kleine ist hart dumm. Englisch. C, D, F, D, 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 C, D. Lesen. B, D, D, B, D. Also von B auf D ist schon ein sehr, sehr großer Sprung. Aha. Okay, also ein D ist ganz schlecht und ein F ist halt unter 70 oder Misserfolg. Und schaut mal, schreiben F. Geschichte F. Alter, Geschichte ist so ein easy Fach und so ein gutes Fach. In Geschichte hatte ich immer 1, Erdkunde 1. Musik, Kunst, Leibesübungen. F, F. Okay, was sind denn Leibesübungen? Hauswirtschaft, auch ein easy Fach. Englisch, easy. Geschichte und Erdkunde waren in der Tat sogar meine Lieblingsfächer. Und Deutsch, aber erst im Abitur so. In den höheren Klassen. Als es wegging von Diktaten und Rechtschreibung und der ganze Käse. Obwohl, ich habe eigentlich auch immer gerne Aufsätze geschrieben. Schon in der Grundschule. Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Ein Muss für alle die, die sich für die im Jahre 1962 stattgefundenen Hexenprozesse von Salem interessieren. A. P. Davis, The Herald, Schleier der Unschuld. Okay, kann man das auch noch wenden? Moment, jetzt habe ich es wieder weggelegt. Ja, und darum geht es. Um Salem und eben die Hexenprozesse. Die Hexenverbrennung. Oder auch der Stuhl, den man ins Wasser... Anthony, wo zur Hölle bist du? Komme! Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Anthony, wehe, du antwortest jetzt
nicht. Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Im Handtuch, rein ins Wasser und dann auf den Mund drücken, meine Güte. Hey, hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Nimm doch die Schaufel und schlag das dämliche Fenster ein, das gibt's doch nicht. Ich würde durchs Fenster springen. Ich krieg keine Luft. Hilfe! Jetzt sag nicht, ich muss mich entscheiden. Tanja. Scheiß auf Megan. Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Ich würde mir eher ein Bein brechen, als lebendig zu verbrennen. Ah, das Rohr. Geh zum Regenrohr und kletter runter! What? What? Alles klar, damit hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Oh mein Gott, was sind das für unfähige Menschen? Was hast du getan? Mom, hier! Es ist zu spät! Oh.
Won't you spare me over till another Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist: Nur dir selbst allein sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit.
wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Und hier machen wir eine kleine Pause, wie das Ganze weitergeht in der nächsten Folge. Ein bisschen Lizenzmusik wird wahrscheinlich auch drin sein. Mal gucken, was wir da machen können, denn mittlerweile ist es leider unmöglich, irgendwelche Lizenzmusik in den Videos drin zu lassen. 10 Sekunden reichen, damit ein Video möglicherweise komplett gesperrt wird. Also, Bewertung da lassen, beim nächsten Mal wieder dabei sein und tschüss!